ein herzliches Willkommen zurück bei Red Devil TV vor unserem Heimspiel. Erster FC Kaiserslautern gegen Arminia Bielefeld. Natürlich erst einmal ein kleiner Blick zurück nochmal auf dieses völlig verrückte Spiel in Nürnberg. 3:3 geht das Spiel letztendlich aus. Der FCK hat alles dafür getan aus meiner Sicht, dass sie in Nürnberg verlieren. Ein Typ, der noch nie in der Saison getroffen hat, trifft natürlich plötzlich. Nürnberg hat in der kompletten Saison noch kein einziges Eckballtor erzielt. Natürlich gegen den FCK machen sie ein Eckballtor und das auch noch von einem 1,50 Meter großen Mann. Nein, Spaß, er ist 1,77, das weiß ich. Aber trotzdem, es ist nicht zu glauben. Aber so schlecht unsere Defensive auch war, so gut war unsere Offensive. Und gerade natürlich Philipp Clement sticht er heraus. An allen drei Toren beteiligt. Beim 1:2 hat er die Flanke von Opoku vorbereitet. Das 3:2 hat er persönlich vorbereitet per Flanke. Und über den Freistoß, der zum erlösenden und völlig verrückten 3:3 in der 95. Minute führte, müssen wir nicht mehr reden. Sehr starke Leistung. Ja, so bleibt der FCK natürlich weiterhin auf Platz 7. Hat 45 Punkte und ja, geht jetzt ins nächste Duell gegen eine Mannschaft, die ganz unten steht. Wie gesagt, FCK Platz 7, 45 Punkte. Nächster Gegner schon wieder eine Mannschaft, die unten drin steht. Der dritte Gegner in Folge übrigens. Nach Rostock, Nürnberg, kommt jetzt Bielefeld. Bielefeld aktuell auf Platz 16 mit 30 Punkten. Das heißt, die Bielefelder brauchen unbedingt einen Sieg auf dem Betze. Und dass das möglich ist, hat natürlich Rostock gezeigt. Natürlich hat der FCK im Munde mitgeholfen, dass Rostock auf dem Betze gewinnen kann, ganz klar. Aber ich habe die Hoffnung, dass sie eben dazugelernt haben und dass sie ja auch diesen Schwung aus Nürnberg von einer sicher geglaubten Niederlage doch noch einen Punkt mitgenommen zu haben, weil sind wir ehrlich, das war ein gefühlter Sieg. Ganz klar, für Nürnberg war es ganz klar eine gefühlte Niederlage. Ja, der FCK natürlich in der Pflicht, jetzt mal wieder zu Hause zu gewinnen. Ja. Man hat aus den letzten 8 Spielen, glaube ich, nur ein Spiel gewonnen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das Nürnberg-Spiel da schon mitgerechnet wurde. Und das war halt gegen den HSV. Und das ist halt ein bisschen seltsam. Gegen eine Mannschaft wie den HSV klappt es komischerweise. Da haben sie aber halt wirklich überragend gespielt, ne? Ja, gegen Rostock. 50.000 Flanke reingeballert, aber jede Flanke kam beim Blauen an, also mit dem blauen Trikot. Also ich hoffe, dieses Mal wissen sie besser, dass unsere Jungs ja das rote Trikot anhaben. Ne? Der Betze wird wieder voll sein. Ich kann das nicht schauen. Höchstwahrscheinlich jedenfalls nicht. Ich muss arbeiten. Wird es auch schwierig mit dem Video. Ich werde mir das Spiel aufnehmen, je nachdem, wie es verläuft. Ganz klar, werde ich es mir anschauen oder nicht. Und danach wird dann irgendwann das Video kommen. Wahrscheinlich aber erst ziemlich spät abends oder ich. Also, noch gar kein Plan. Das ist halt echt. Das ist immer das schlimmste Szenario, was passieren kann, wenn der FCK samstags spielt und ich muss samstags arbeiten. Ja, da hat es das Schicksal nicht gut gemeint, aber so ist es halt. Wir machen das Beste draus. Schauen wir uns doch mal den direkten Vergleich an in der zweiten Liga. Ich muss zugeben, ich habe irgendwie gedacht, das sieht besser aus gegen die Bielefelder. Es gab bis jetzt in der zweiten Liga 5 Heimspiele gegen Bielefeld. Davon hat der FCK 1 nur gewonnen. Das war 2009. Und 2 Unentschieden und auch 2 Niederlagen. Und das Beunruhigende ist, die letzten beiden Spiele zu Hause gegen Bielefeld hat der FCK alle beide verloren. Ja, 2:0 jeweils. Ja, mache ich mal ein bisschen Sorgen, dass das so weitergeht. Und wie gesagt, Bielefeld braucht unbedingt die Punkte. Der FCK braucht die Punkte nicht unbedingt. Kann nichts mehr passieren. Wir sind sicher nicht so in der zweiten Liga. Trotzdem ist es für mich nach wie vor wichtig, dass der FCK weiterhin punktet, weil, wie gesagt, TV-Tabelle ist wichtig. Und
Ich habe auch keinen Bock, dass uns noch der Karlsruher SC überholt, denn das wäre echt scheiße, wenn sie uns kurz vor Ende der Saison noch abfangen würden. Denn Karlsruhe ist halt eben auf Platz 8, hat 42 Punkte. Das heißt, nur 3 Punkte weniger als der FCK. Und ja, der Karlsruher SC spielt auswärts bei Holstein Kiel. Ich hoffe mal, dass das Spiel einfach unentschieden ausgeht, weil Kiel ist 10. hat allerdings 40 Punkte. Dann hätten sie 43, wenn sie gewinnen würden. Wäre auch nicht so toll, ne? Weil ich würde doch gerne diesen 7. Platz halten, weil ich glaube, nach oben, Platz 6 hat 51 Punkte, da müsste sehr, sehr viel zusammenkommen, dass wir noch Paderborn überholen. Ich sehe den 7. Platz als unser Platz am Ende der Saison. Und aus dem Grund hoffe ich natürlich, dass Karlsruhe nicht gewinnt und dass der FCK gewinnt. Am besten natürlich in Unentschieden, aber es ist kein Wunschkonzert. Eine Woche später spielt dann der FCK in Karlsruhe, da kann man es selber richten und dann noch zu Hause gegen Düsseldorf. Ja, schwer vorherzusagen, wie das ausgeht in Karlsruhe. Wird nicht leicht, kann man gewinnen, kann man auch verlieren und dann zu Hause gegen Düsseldorf. Das wird wahrscheinlich wieder ein typisches Unentschieden-Spiel, das sage ich jetzt schon. Aber wir werden sehen. Bielefeld, wie gesagt, braucht unbedingt die Punkte. Die haben 4 Punkte Abstand auf Platz 15. Und das ist eben Nürnberg. Und die werden uns natürlich jetzt die Daumen drücken, dass der FCK natürlich Bielefeld schlägt. Ne? Dass sie es besser machen wie gegen Rostock. Bielefeld wird alles reinhauen. Die haben eigentlich keine schlechte Mannschaft. Bundesliga-Absteiger ist echt, aber so kann es gehen. Das ist unfassbar. So ist Fußball. Aus der Bundesliga abgestiegen und jetzt stehen sie kurz vom Abstieg in die dritte Liga. Bielefeld, keine Ahnung. Eigentlich, ich wollte gerade sagen, ein Punkt für Bielefeld wäre auch schon gut, aber für Bielefeld wäre es zu wenig. Selbst auf dem Bett so einen Punkt zu holen. Die müssen auf Sieg gehen für den FCK. Wäre ein Punkt eigentlich auch zu wenig, wenn man den 7. Platz verteidigen will, sage ich. Ich würde gerne als Tabellen-7. Die Saison beenden. Muss man alles sehen. Der Betz ist wieder gut voll, leider. Wie die Leute dort, mein Gott. Ja, Leute. Was sagt ihr? Wie geht das Spiel aus? Erster FCK ist Lautern gegen Bielefeld. Macht es der FCK diesmal besser wie gegen Rostock? Oder wird das wieder ein böses Erwachen geben? Und ja, ich habe es gerade schon angedeutet, danach spielt der FCK dann auswärts beim Karlsruher SC. Das wird, bestimmt geil. Ausverkauftes Haus natürlich in Karlsruhe. Und das Hinspiel der FCK 2-0 gewonnen. Warum auch nicht das Rückspiel, ne? Werden wir sehen. Das Hinspiel. Das habe ich ganz vergessen. Gut, dass ich noch daran erinnert wurde gerade. Bielefeld gegen Kaiserslautern, das war auch ein richtig krankes Spiel. Der FCK führte in Bielefeld in Überzahl, souverän mit 2-0, hat es dann wirklich geschafft, das ganze Ding fast zu versauen. Bielefeld kam zurück, machte das 2-1, machte das 2-2, war drauf und dran, das Ding komplett zu gewinnen. Aber dann kam es doch ganz anders da, in Form von Daniel Hanslik, der köpfte den FCK dann zum letztendlich doch glücklichen Auswärtssieg. 3-2 ging das Ding am Ende aus, oder 2-3. Für den FCK und die Bielefeld. Also das sieht man aber auch bei der Statistik, Auswärtsstatistik in Bielefeld sieht wirklich sehr gut aus zu Hause, aber in der zweiten Liga sieht es echt nicht so schön aus. Kann man aber korrigieren. Man hat es gesehen gegen Nürnberg, 5 Spiele bis jetzt dort, alle 5 verloren. Diesmal sah es auch ganz klar danach aus, aber letztendlich entführte der FCK den ersten Punkt aus Nürnberg in der zweiten Liga und das macht auch Hoffnung, dass auch gegen Bielefeld mal wieder ein Sieg daherkommt. Und ja, Leute, das soll zu mir gewesen sein. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir hören uns dann irgendwann nach dem Spiel gegen Bielefeld. Habt doch eine schöne Restwoche. Bye.